So, hey, Moment, ich muss ins Mikro sprechen. Hey Leute, ja, hier Danny wieder da und wir haben hier einen ganz besonderen Stargast. Stell dich mal ganz kurz vor. Denn ich weiß nicht, ob ich ein Stargast bin, aber... Ab sofort bist du ein Stargast, ja, in meinen Videos. Also ja, vielleicht werdet ihr mich öfter sehen, so, aber als Star würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Der Star ist ja eigentlich das hier. Genau, oh, was ist denn das? Das habt ihr bestimmt noch nie gesehen in meinem Feed auf Instagram. Ja. Ganz bestimmt nicht, nein. Ja. Danny hält sich da total zurück. Genau, um es nochmal kurz zu machen, das ist der Chris. Hey. Und er ist der Chef von Ocha Ocha bei der Firma, wo ich jetzt arbeite. Ja, deswegen haben wir heute mal überlegt, wir machen mal ein Video über die Firma, beziehungsweise über unseren Tee. Ja. Und deswegen stelle ich mal eine ganz doofe Frage. Was ist Ocha Ocha eigentlich? Ocha Ocha, um es kurz zu fassen, ist die Zukunft der Getränke in Deutschland. Boah. Um ein bisschen Anspruch zu nehmen, ja. Es ist nicht nur Tee. Eigentlich an sich ist es nur Tee, aber so einfach ist es dann am Ende des Tages nicht. Das ist ein bisschen hochgestochen, Zukunft der Getränke, aber in Deutschland gibt es halt einfach keine zuckerfreien Getränke und auch Getränke, die einen natürlichen Geschmack haben. Das heißt also, die auch komplett ohne Aromastoffe etc. auskommen. Wahnsinn, ja. So, wie das zustande kam ist, ja, das habe ich ja auch schon mitgekriegt, seitdem ich hier bin. In Japan gibt es ja immer diese Getränkeautomaten, da kann man sich ja einfach ganz normalen Tee holen, der ist schön gekühlt und natürlich immer ohne Zucker. Also in Japan werdet ihr wahrscheinlich keinen Tee ohne, also mit Zucker finden. Ich hätte direkt mal eine Frage, sorry. Ja? Wie heißen die japanischen Getränkeautomaten eigentlich auf Japanisch? Chido Hanbaiki. Chido Hanbaiki. Genau. Boah. Selbstbedienungs... Japanologe. Japanologen, ja. Ein bisschen was muss ich ja auch wissen. Ja. Und ist ja super schade, weil in Deutschland gibt es ja zwischen Cola und Wasser gibt es ja nichts. Wenn man mal was Zuckerfreies trinken will... Bier. Bier? Ja, aber ansonsten gibt es da halt... Alkoholfreies Bier gibt es auch, ja. Aber irgendwie ist immer alles gesüßt und das wollen wir halt nicht mehr. Deswegen gibt es halt unseren Tee jetzt. Und ja, was kommt denn da in Zukunft noch auf uns zu? Ziemlich viel. Viel hängt jetzt auch von dir ab, Danny. Oha, Verantwortung. Ja, genau. Ja. Ja. Also japanische Arbeitsverhältnisse. Viel arbeiten, wenig Geld. Ja, ne? Aber in Deutschland. Aber in Deutschland, ja. Also die nächsten zwei Sorten, die wir geplant haben, sind unter anderem eben Grüntee und Sobacha. Sobacha wird zumindest Leuten aus Japan und eben auch, die gerne in Korea sind oder schon mal dort waren, was sagen. Und um es auf Deutsch zu sagen, Buchweizentee. Ist mega klasse, weil am Anfang denkt man so, okay, gut, was ist das für ein Geschmack? Kenne ich gar nicht. Und dann irgendwie so eigentlich ab der zweiten Hälfte von der Flasche oder auch gerade, wenn man den warm trinkt, was auch sehr, sehr geil ist, was ich nur empfehlen kann. Dann sind das echt so Geschmackswerte, wo man sagt, hey, ich brauche da keine Pflaume noch drin, oder Pflaume geht, aber so kein Pfirsich und keine noch Zitrone und Himbeere, sondern einfach pur, weil das Produkt selber, wenn es gut ist, gerade gerösteter Sobacha ist schon echt geil. Ja, und was mit dem Grüntee? Wird das der beste Grüntee Deutschlands oder was passiert damit? Vielleicht Europas. Und was ist mit Japan? Ja. Später. Also, ja, später, aber also mal so weit wollen wir uns jetzt nicht raushängen. Es kommt ja auch immer dann drauf an, wo man halt sagt, also Grüntees im Endeffekt kommen die ja dann aus Japan oder gegebenenfalls eben irgendwie aus Asien. Es gibt ja auch teilweise gute Grüntees aus Taiwan. Aus China muss man teilweise gucken. Jetzt Japan zu erheben, weiß ich gar nicht. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, was an Qualität drin ist, also an echter Qualität in den Normalo-Grüntees in Japan. Also die halt eben in der Getränkemaschine hängen, was aber auch nicht schlimm ist, weil man halt sagt, okay, ich glaube, in Japan wird der noch günstiger sein, der wäre hier schon wieder teurer. Und was ich zum Beispiel auch erfahren habe mittlerweile auf dem ganzen Weg ist, dass Japan teilweise gar keine preiswerte Qualität nach Deutschland verkauft, die selber abgefüllt wird, weil man halt sagt, okay, wir wollen nur Exklusives verschicken. Okay. Insofern, vielleicht könnten wir uns geschmacklich sogar messen, aber ich weiß gar nicht, ob das unser Ziel ist. Da würde ich eher sagen, so wie, hey, wie wäre es mal mit einem Früchtetee in Japan? Gibt es noch nicht. Ja, stimmt. Ja, und das wäre auch mal spannend, ob wir in Zukunft das vielleicht nach Japan exportieren können. Mal schauen, bleibt auf jeden Fall dran. Ja, hast du sonst noch ein Schlusswort für uns? Also ich persönlich und auch wir vom Team, wir sind froh, dass wir Danny jetzt endlich in Deutschland haben. Yay! Ja. Also quasi geklaut. Oh. Ja. Aber vielleicht führt er der Weg durch Ocha Ocha auch wieder zurück nach Japan in irgendeiner Art und Weise, glaube ich. Und wissen alle Leute, was Ocha Ocha eigentlich heißt? Stimmt, meine Follower sind natürlich hochintelligent, die wissen das, aber nur zur Sicherheit müssen wir das nochmal erwähnen. Ja, Ocha ist das japanische Wort für Tee.
Genau, Tee. Okay, ja, jetzt aber die wichtigste Frage. Wo gibt's denn den Ocha Ocha zu kaufen? Online-Shop. Ja, genau. Genau, den gibt es in ausgewählten Läden in Augsburg und Leipzig und woanders waren es auch noch. Ja. Aber vorwiegend im Online-Shop. Wenn ihr da mal Interesse habt, guckt mal auf die Webseite und da könnt ihr euch auch für den Newsletter eintragen. Da gibt es auch 5 Euro Rabatt. Genau, wenn ihr Interesse habt, dann bestellt. Ansonsten, ja, da sehen wir uns im nächsten Video. Dann bitte kommentieren, liken, ihr kennt das Spiel. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder mit dem Chris. Und mit mir? So, also dann, ciao. Ciao. Bye, bye.